Das soziale Umfeld von Arbeitskollegen oder Kunden fehlt bei den meisten Berufstradern. Viele sind deshalb auch in sozialen Netzwerken unterwegs, um sich mit Tradern und Kollegen auszutauschen. Wie sehen Sie das Thema? Naja, von diesen sozialen Medien im Bereich Trading halte ich jetzt nicht so viel. Klar, man ist in der einen oder anderen Facebook-Gruppe vertreten. Wir haben ja selber auch so eine Facebook-Gruppe, die Optionshändler. Aber ansonsten wird da doch mehr geplaudert, als tatsächlich ein konkreter Informationsaustausch stattfindet. Da wird auch sehr viel geschrieben von Leuten, die überhaupt keine Ahnung haben, die sich da anonym darstellen wollen. Ich habe ja auch nicht ganz so das Problem, dass ich keinen Austausch hätte, dadurch, dass wir ja hier ein Handelsbüro haben, dadurch, dass wir ja mit anderen Tradern zusammenarbeiten. Selbst jetzt bei uns hier in der Firma bin ich eigentlich permanent im Austausch über die Märkte und bin da gar nicht so darauf angewiesen, mich in Foren oder dergleichen auszutun. Ich habe das ganz zu Beginn gemacht und mittlerweile meide ich das aber so gut es geht. Was bedeutet Ihnen Trading bzw. eigenständiges Anlegen und was ist für Sie das Schönste daran? Naja, wenn man einmal verstanden hat, wie das Ganze geht und wenn man weiß, wie die Grundprinzipien sind, dann ist im Grunde genommen die Börse ein großes Selbstbedienungsbecken oder ein Selbstbedienungsladen. Das heißt, man weiß einfach, dass man an der Börse Geld verdienen kann und das ist auch das, was Spaß macht. Also, dass man sagt, okay, es ist ein Hilfsmittel, es ist ein Instrument zum Geldverdienen. Das ist auf der einen Seite sehr, sehr positiv. Und natürlich kommt noch dazu, wenn man sich mit dem Thema Börse, mit dem Thema Wirtschaft beschäftigt, dann bleibt man auch so ein wenig informiert über das, was in der Welt vorgeht. Man hat aber eben auf alles, was in der Welt passiert, immer so einen wirtschaftlichen Blick. Also man sieht politische Dinge oftmals eher unter einem wirtschaftlichen Aspekt, denn unter einem politischen Aspekt zum Beispiel. Und ja, das macht natürlich auch Spaß, dass man hier dabei ist und dass man offen ist und dass man eben auch äußere Einflüsse dann auf sich einwirken lassen kann. Aber eben immer unter dem Gesichtspunkt Börse, Investment, was kann ich daraus für mich, für meine Anleger nutzen? Was würden Sie denn beruflich machen, wenn das mit dem Trading nicht geklappt hätte? Tja, was wäre wenn? Gute Frage, ich weiß es natürlich nicht, aber da mir Unterrichten sehr viel Spaß macht, wäre ich sicherlich auch in diesem Bereich in irgendeiner Art und Weise tätig. Ob ich jetzt Lehrer wäre, das glaube ich eher nicht. Dafür ist die Bezahlung zu schlecht, aber so im Bereich Coaching, glaube ich, sowas in der Art würde ich dann schon machen wollen. Oder ich wäre auf jeden Fall, egal wie, unternehmerisch tätig. Also ich glaube, an mir ist kein guter Angestellter verloren gegangen. Als Angestellter würde ich mich nicht sehen, sondern tendenziell eher als Unternehmer, egal jetzt eigentlich in welchem Bereich. Hauptsache es macht Spaß. Ist Ihnen mal ein außergewöhnlicher Trade gelungen, an den Sie sich gern zurückdenken? Naja, als Optionsverkäufer hat man schon den einen oder anderen Trade, an den man zurückdenkt, aber das sind nie Trades, an die man gerne zurückdenkt, weil als Optionsverkäufer ist ja der Gewinn von vornherein immer begrenzt. Das heißt, man hat nicht so diese Geschichten, die man erzählen kann, oh, hier habe ich mal besonders viel verdient, sondern es sind eher die Geschichten, oh, hier habe ich mal besonders viel verloren. Und da gibt es schon die ein oder andere Anekdote, wo ich mal durch Fehler, die ich selber gemacht habe, ein bisschen mehr als geplant verloren habe, was auch sehr schmerzhaft war, was natürlich dann im Endeffekt auch geholfen hat, das dann später nicht mehr zu tun. Aber eigentlich will man da so als Händler gar nicht mehr so gern daran erinnert werden und ist mittlerweile auch viele, viele Jahre her.